Und jetzt kommt der nächste Redebeitrag von Dieter Dehm für die Linke. Ja, liebe Freunde, mein mir gegebenes Thema ist Rüstungsexporte. Und ich will nur sagen, dass Rüstungsexporte nicht nur gestoppt werden soll in bestehende Krisengebiete, wie man das immer so sagt, sondern Rüstungsexporte machen Gebiete zu Krisengebieten. Und deswegen müssen Rüstungsexporte generell verboten werden. Rüstungsexporte sind Beihilfe zum Massenmord. Wer Erdogan Rüstung liefert, wer ihm Flüchtlinge ausliefert, wer ihm Steuermilliarden gibt, sorgt dafür, dass dieser Massenmörder die Menschen verfolgt und massakriert, die stehen auch für unsere europäischen Werte, auch für gewerkschaftliche, auch für Frauenwerte, nämlich die tapferen Kurdinnen und Kurden in Kobane, denen gilt unsere Solidarität und nicht diesen Verbrecher Erdogan. Wir sind, nicht wir, die deutschen Konzerne, sind an vierter Stelle mit den Rüstungsexporten in der Welt. Das ist eine traurige Meisterschaft. Manchmal sind diese Konzerne auf Platz 2, jetzt sind sie auf Platz 4. Aber das liegt nicht etwa an dieser Bundesregierung. Das liegt nicht daran, dass die Rüstungsexportkontrollen greifen. Denn diese Bundesregierung mit Gabriel, die dafür zuständig ist, diese Bundesregierung hat dafür gesorgt, dass sie noch alle konservativen Bundesregierungen der Vergangenheit übertrumpft in den Zulassungen von Rüstungsexporten. Und deswegen ist unser Widerstand angesagt gegen auch diese Bundesregierung, wo sie die Rüstungsexporte toleriert. Denkt daran, auch bei den Kommunalwahlen. Denkt daran, dass es eine Lüge ist zu sagen, mit Rüstung würden Arbeitsplätze gesichert. Auf jede Milliarde investierte Euros kommen am wenigsten Arbeitsplätze durch die Rüstung zustande. Die meisten kommen durchs Gesundheitswesen und durchs Bildungswesen zustande. Und deswegen muss diese investiert werden und muss dort investiert werden, wo Arbeitsplätze, Gesundheit und Bildung gefördert wird. Das ist nicht die Rüstung, sondern das ist ein starker Kommunalhaushalt. Denkt daran, die große Ausblutemaschine für unsere Gemeindekassen, das ist die Rüstung und sind die Rüstungsexporte, wenn im September gewählt wird. Kann Sie verstehen, was ich damit dunkel andeuten will? Es sind deutsche Waffen von Heckler und Koch, die in Mexiko auch mit dabei waren, als diese studierenden Menschen ermordet wurden, die es mit den dortigen Drogenbossen eingelassen haben. Es sind deutsche Waffen, die überall in der Welt mitbombardieren, wenn es gegen Menschenrechte, wenn es gegen Gewerkschaftsrechte, wenn es auch gegen den Frieden geht. Und deswegen müssen wir deutlich sagen, Rüstungsexporte sind Komplizenschaft beim Mordgeschäft und nichts anderes. Und jeder, der daran verdient, verdient am Massenmord mit. Warlord. Und ist ein Warlord, das ist richtig, sagt der Kollege Musiker hier völlig zu Recht. Ich will meine Redezeit nicht an den mir gesetzten äußeren Rand treiben, sondern jetzt schon zum Ende kommen, weil das Wesentliche kennt ihr alles. Das Wesentliche liegt auch in den vielen Broschüren. Wir haben eine von Sabine Lösing über Rüstungsexporte bei uns am Stand. Da sind die Zahlen und die Fakten drin und die könnt ihr dann weiter treiben, mit den Menschen weiter kommunizieren, weil das ist ja den wenigsten bekannt, dass zum Beispiel die Arbeitsplätze überhaupt nicht geschaffen werden mit der Rüstung. Manche glauben ja noch dieser Propaganda. Also ich glaube, dass ihr das sowieso meistens wisst. Und wir, wenn wir hier was sagen, dann tragen wir ja immer auch rote Eulen nach Athen oder rot-grüne Eulen oder rosa-grüne Eulen oder auch grüne Eulen nach Athen, weil wir von unterschiedlichen Standpunkten natürlich in einem Punkt übereinstimmen, dass wir gegen diese Rüstungsexporte sind. Lasst mich deswegen nur sagen, dass Rammstein
immer noch ein Ort ist, von dem die Kriege in der Welt organisiert werden. Und wenn die Friedensbewegung am 11. Juni in Ramstein demonstriert, dann nehmt bitte viele von euren Freunden und Nachbarn, Arbeitskolleginnen mit nach Ramstein und demonstriert mit am 11. Juni in Ramstein. Ich möchte mich hier durchaus auch zu einem Propagandisten für diesen Termin machen. Der muss noch verbreitet werden, damit noch mehr Menschen als beim letzten Mal die 2500 in Ramstein demonstrieren. Wir haben hier eine gute Tradition seit den Demonstrationen gegen die Atomraketen. Es liegen immer noch Atomwaffen in Ramstein auf deutschem Boden und die müssen weg. Ich möchte auch nochmal sagen, dass die Informationen, die wir uns selbst verschaffen und schaffen können, nicht in den großen Mainstream-Medien zu finden sind, sondern meistens in Internetportalen. Deswegen auf Konstantin Weckers Internetportal hinter den Schlagzeilen hinweisen, auf weltnetz.tv hinweisen, was Albrecht Müller und Konstantin Wecker und andere zusammen machen, und vor allen Dingen auf die Nachdenkseiten von Albrecht Müller hinweisen. Das heißt, all das, was wir in unseren Köpfen brauchen und was wir in andere Köpfe weitergeben müssen, das ist alternativ zu erwerben und wird uns nicht von oben geschenkt. Und deswegen ist es gut, wenn wir für diese alternativen Medien auch hier etwas Werbung machen. Und lasst mich zum Abschluss noch sagen, wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen am 12. April, wenn Yannis Varoufakis und Oskar Lafontaine hier an der Goseriede sein werden. Auch hier wird über Alternative zu der Ökonomie des Mords, nämlich den Rüstungsexporten, etwas gesagt werden. Und lasst mich deswegen euch herzlich danken, dass ihr doch so zahlreich gekommen seid. Vorhin hat mich das Fernsehen gefragt, das sind aber wenige Leute, da waren auch noch weniger da. Aber ich bin ganz sicher, dass wenn wir die Tradition der Ostermärsche weiter hochhalten, wir auch Ergebnisse zeitigen werden im Kampf gegen Rüstungsexporte und gegen Krieg. Und Krieg ist nun mal die Fluchtursache Nummer eins. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, dass wir uns hier gegenseitig Mut machen, dass wir miteinander sind und dass wir die Ostermärsche weitertreiben in dieser Tradition. Dankeschön. Ja, könnt ihr mich hören? Ja. Danke, Dieter Dehm. Es geht dann jetzt gleich mal ohne Musik weiter. Ich wollte eben nur, als Dieter Dehm gesprochen hat von dem Tod, den die Rüstung überall hinbringt, auch durch deutsche Waffen, da fiel mir ein Gedicht ein aus den 50er Jahren, Paul Celan, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das war anders damals gemeint, aber wenn wir die Waffen aus Deutschland uns angucken, dann stimmt das immer noch.